Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heimspiel. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken für das tolle Feedback von letzter Woche. Da hatte ich ja eine Spezialausgabe gemacht zum Thema Game One und warum Spiele im Fernsehen nicht funktionieren. Und schon vorher habe ich mir überlegt, dass ich das künftig häufiger machen möchte. Sprich, der Part, den ich über die Videospiele im Fernsehen gemacht habe, als Voice-Over, sowas möchte ich 2015 mehr machen. Dann vielleicht als Spezialfolge zu Heimspiel begleitend. Kann ja sein, dass irgendein Thema dazu kommt, wo ich dann sage, da möchte ich jetzt gerne mehr machen. Oder aber ihr sagt das. Ihr könnt mir auch gerne jetzt schon unten in den Kommentaren Vorschläge machen. Wie gesagt, 2015 soll es davon mehr geben. Freue ich mich sehr drauf und danke nochmal für euer tolles Feedback. Und dann möchte ich euch diese Woche noch einen YouTube-Kanal als Tipp mit auf den Weg geben, denn wir alle kennen mittlerweile die Let's Plays, beherrschen ja das Internet, aber was ihr vielleicht noch nicht kennt, sind Dev Plays. Was sind Dev Plays? Ja, keine Todesspiele, sondern Entwickler, die Spiele spielen. Und zwar ihre eigenen bzw. die von anderen Entwicklern. Und das ist eigentlich gar nicht so unclevere Idee, wie ich finde. Ein paar deutsche Entwickler unter der Führung von Deck13 haben sich jetzt nämlich zusammengetan und den YouTube-Kanal Dev Plays ins Leben gerufen, wo man jetzt unter anderem schon die Dev Plays zu Lords of the Fallen sehen kann oder zu zum Beispiel Risen 3, wo dann tatsächlich auch die Jungs von Piranha Bytes mit drin sitzen und Fragen zu ihrem Spiel beantworten, das die anderen Entwickler stellen. Das führt einerseits zu sehr interessanten Fragen, denn Entwickler stellen ja nun noch mal ein paar andere Fragen, weil sie andere Insights haben in die Spieleentwickler als wir Konsumenten. Und es führt tatsächlich auch zu ein paar kleinen Streitereien, denn die Entwickler kommen nun mal aus unterschiedlichen Lagern. Das ist auch das Interessante so ein bisschen, dass man sich selber auch immer wieder kontrollieren kann irgendwie, wenn man jemand mal über die Schulter schaut während der Entwicklung und sieht so, scheiße, an die Stelle habe ich ja gar nicht gedacht irgendwie, da muss noch was irgendwie. In jedem Fall finde ich aber, ist das ein sehr, sehr interessanter Ansatz an die Let's Plays. Ich wollte euch mal fragen, ob ihr Interesse daran hättet, dass ich mit denen mal was zusammen mache und vielleicht eure Fragen auch mal denen stelle, weil es ist natürlich schön, wenn Entwickler fragen, aber noch cooler wäre es, wenn wir Spieler direkt den Entwicklern Fragen stellen können. Ich hätte zum Beispiel beim Spielen bei Lords of the Fallen die ein oder andere Frage gehabt, was manche Designentscheidungen angeht. Und mit Spiele-Neuankündigungen kann ich euch diese Woche leider so fast gar nicht dienen, denn mittlerweile ist es viel mehr Trend geworden, Ankündigungen zu Ankündigungen zu tätigen. Wie zum Beispiel im Falle von Gearbox, die jetzt angekündigt haben, dass sie Ende Januar neue Spiele ankündigen werden. Was das sein könnte, ist noch nicht ganz klar. In der Pipeline hat Gearbox ja Furious 4, das vor vielen Jahren mal angekündigt wurde, als Spin-off zur Brothers in Arms-Reihe, dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden ist. Und auch zu diesem Spiel haben sie noch die Rechte. Duke Nukem Forever wurde ja vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren schon mal angekündigt, auch auf der PAX. Es wäre also ein guter Zeitpunkt, um da einen Nachfolger anzukündigen, der ja angeblich laut Randy Pitchford auch in der Mache ist. Und dann hat der Komponist von Rare gesagt, dass 2015 das Jahr der ehemaligen Kultentwicklerschmiede sein dürfte. Man weiß ja schon seit geraumer Zeit, dass die endlich wieder an AAA-Games arbeiten, nachdem sie von Microsoft in letzter Zeit zur Billigschmiede für irgendwelche Kinect-Spielchen heruntergestumpft wurden. Was könnten die machen? Es gab das Gerücht, dass ein neues Banjo-Kazooie-Spiel von denen kommen könnte. Und dann hat sich Microsoft letztes Jahr im November die Rechte an Battletoads neu lizenzieren lassen. Und das wäre tatsächlich mein Favorit, denn auch wenn ich Battletoads damals unfassbar schwer und fast schon frustrierend fand, muss ich sagen, ich hätte Bock auf ein neues Battletoads und sei es nur so ein Remake bzw. so eine Special Edition, wie es ja auch von DuckTales oder Mickey Mouse gab. Die letzte Ankündigung kam über Twitter vom Synchronsprecher der Mafia-Spiele, der sagte, dass es da demnächst große Neuigkeiten gäbe. Auch da weiß man, dass ein Mafia 3 möglicherweise demnächst angekündigt werden könnte. Das dürfte also nicht mehr so weit entfernt sein. Ansonsten gab es keine großen Neuankündigungen, außer ein Multiplayer-Spiel zu Freitag der 13. Ne? Darauf habt ihr gewartet, oder? Das ist so ein Trend, der sich mir nie erklären wird, warum man so Billigheimer-Spiele zu alten Filmklassikern machen sollte. Letztes Jahr haben wir es ja mit Rambo the Video Game gesehen. Die Entwickler dieses Spiels machen übrigens auch einen neuen Titel, der auch demnächst angekündigt werden soll. Der heißt Terminators the Video Game und ist wahrscheinlich auch wieder ein Lightgun-Shooter. Dürfte aber alles kaum so schlimm aussehen wie das hier. Das ist ein Spiel zu Sons of Anarchy, zu dem es diese Woche einen ersten Trailer gab, bei dem ich mir auch denke.
So, und jetzt kurz noch ein Review-Update zu den Spielen, die ich jetzt über Weihnachten gespielt habe. Ich hatte nämlich endlich mal ein bisschen Zeit, wieder zu zocken. Leider habe ich viel zu viel Zeit in das hier gepackt, in World of Warcraft. Darüber habe ich jetzt schon mehrfach gesprochen. Unter anderem habe ich ja die Garnison als mein Lieblingsfeature des Jahres 2014 in Spielen gewählt. Deswegen kann ich auch nur sagen, Warlords of Draenor hat mich so sehr in den Bann geschlagen, wie keines der letzten Add-ons. Was für mich bedeutet, dass World of Warcraft so gut ist, wie schon lange nicht mehr. Und das liegt nicht nur an den Garnisonen, die wirklich ein unglaublicher Motivationsfaktor ist, sondern dass ich das Gefühl habe, dass diese Spielwelt endlich wieder auch lebendig ist, dass es endlich wieder auch eine ist, die ich entdecken will und soll. In dem Spiel gibt es zum Beispiel Schätze, die versteckt sind. Es gibt alle möglichen seltenen Gegner, die ich erlegen kann, die dann wiederum Beute fallen lassen, die ich so nicht bekommen würde. Und dann gibt es alle möglichen Verstecke oder zum Beispiel Anhänger für meine Garnison, die ich finden kann. Das alles nur, wenn ich möchte und wenn ich diese Spielwelt erkunde und erobere. Sprich, World of Warcraft ist dadurch endlich wieder so zu einer Spielwelt geworden, in der ich mich gerne herumtreibe und das nicht nur wegen der Dungeons, die gut geworden sind. Nicht nur wegen der Story, die mir endlich wieder gefällt und die auch in der Kampagne zumindest zieht und von der ich mir jetzt auch in den folgenden Wochen und Monaten sehr viel erhoffe. Und nicht nur wegen der Raids, sondern wegen vieler kleiner Details, die überarbeitet wurden. Man braucht also, wie man sieht, gar keine neuen Klassen. Ich gebe da eine glatte 8 von 10. Man muss MMOs mögen, man muss auch World of Warcraft mögen. Und natürlich erfindet das Ganze das Rad nicht neu. Aber es ist für mich das rundeste MMO, was ich gespielt habe. Und da sage ich auch ganz offen, ich habe in den letzten Jahren fast keine mehr gespielt. Für mich ist es aber jetzt so ein Ding, was mich wieder fesselt. Mal gucken, wie lange, denn wie gesagt, ich bin Casual Player und habe einfach nicht die Zeit, auf den Raid-Content oder mich in irgendwelche Daily-Quest-Grind-Hüllen zu stürzen. Das zweite Spiel, was ich euch ans Herz legen muss und möchte, das kennt ihr aber von mir schon, ist Lego Batman 3. Nur ganz kurz, ich finde, es ist tatsächlich das beste Spiel, was ich seit langem aus der Lego-Reihe bekommen habe. Die Set-Pieces, also die Missionen, sind der absolute Wahnsinn. Gleich in der dritten Mission, glaube ich, seid ihr auf so einer sich selbst rotierenden Weltraumstationen unterwegs und später fliegt ihr dann mit einem Raumschiff dann im Galaga-Stil von links nach rechts und ballert alles nieder, wie in so einem Bullet-Hell-Shooter. Dann gibt es Tron-Sequenzen, es gibt Sequenzen, wo ihr in 2D mit dem alten Batmobil umherfahrt. Es ist super ideenreich, das Ding. Mir fehlt zwar so ein bisschen die offene Spielwelt, das offene Gotham aus Lego Batman 2, aber in Marvel Super Heroes zum Beispiel, da war mir das New York, was man da erkunden konnte, fast schon zu groß. Die Quests waren zu zahlreich. Ich habe das war das erste Lego-Spiel, was ich nicht durchgespielt habe und das dürfte sich bei Lego Batman 3 jetzt endlich wieder ändern. Ich weiß, nicht jeder von euch mag diese Spiele. Ich komme davon nicht mehr weg. Für mich ist das auch eine 8 von 10. Brillantes Spiel. So, war eine lange Episode. Ich sag erstmal tschüss bis die Tage und dann gucken wir mal, wann ich dann die erste Spezialepisode wieder bringe. Wie gesagt, eure Vorschläge lege gerne unten rein. Blah, blah, blah.